Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bausimulator, nämlich Folge Nummer 18. Ich bin nicht allein da, wie ihr seht, nämlich Gaming Base ist auch wieder dabei. Moin Hallo! moin. Ja, letzten Auftrag haben wir ja das Neubaugebiet abgeschlossen, was ja fertig war, und jetzt haben wir einen neuen Auftrag. Der Grund, warum nicht mehr The Boil, sondern Gaming Base, weil Kanal gelöscht, neuer Kanal gemacht. Genau. Wir haben Immer noch nämlich ein Scheißname. modernes Apartment-Hochhaus und da brauchen wir wirklich fast alles. Wir brauchen den Bagger, wir brauchen Du musst baggern. fast alles. Wir Du brauchen, musst baggern. genau, wir müssen so viel machen. So. Ich bin ein bisschen krank, vielleicht hört man das. Ja, Ey, das und wäre ganz nützlich, hätten wir irgendwie den. Wie heißt es? Großmundkörper? Nein, den großen Anhänger. Warte, ich gucke eben, wie der heißt. Oh, Ich hole schon mal ein paar Sachen. Ich hole schon mal ein paar Sachen raus. Ich hole jetzt auf jeden Fall, was ich brauche. holst du mir eben irgendwie einen Pritschenwagen mit Kran raus? Ja, hole ich dir auch raus. Na gut. Willst du auch noch einen besonderen Auftrag machen oder nicht? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also du hilfst mir dann ungefähr, ne? Genau. Gott. Ich liefere den Bagger zur Baustelle, weil ihr wisst ja, letztes Mal bin ich mit dem Bagger wirklich zur Baustelle hingefahren. Ja, das. Ja. Oh, Das ey. hat dreiviertel Stunde gebraucht gefühlt, waren aber nur 35 Minuten, daraus haben die Zeit noch gemacht. Ja, also das war nicht schön. Aber wie gesagt, jetzt habe ich hingeliefert lassen und nun baggere ich jetzt erstmal den Bereich aus. Und inzwischendurch machst du jetzt deine Einkäufe, ne? Ich fahr mal eben zum Fahrzeughändler, weil ich eben gucken möchte, wie dieser Anhänger heißt. Ein Auto umgewechselt. Was kannst du eigentlich? Autos umwechseln, was machen Sie? So, in Ansicht wechseln für euch. Ich hab grad Ariana Grande. Ja, was du Omas letztens Lieblingssängerin. wahrscheinlich nicht gehört hast, aber was ich meinen Zuschauern gesagt habe, als ich Fernbus gefahren bin, als war ja letztes paar Wochen kam ja keine Landschaftssimulator-Folge raus. Es ist ja jetzt Hochkarnevalszeit. Und da habe ich meine Zuschauer gefragt, als was die zur Karneval gehen oder sich verkleiden, ob die Warst du? überhaupt Karneval gehen. Warst du? Oder gehst du überhaupt? Nee. Ich auch nicht. Mein Bruder geht als Fortnite-Skin. Ich habe eventuell gedacht, dass ich eventuell am Sonntag oder Rosenmontag, weiß nicht, weil so ich muss Rosenmontag theoretisch arbeiten, ob ich da nicht einen Livestream mache. Und Montag ist das nicht ein Nationalfeiertag? Nein. In Köln wahrscheinlich, aber. Doch, wir haben da frei. Ja, ich habe ja auch von der Schule frei, also ich bin ja noch arbeiten. Ich auch noch. Und deswegen wollte ich eventuell dann den Sonntag momentan einen Livestream machen. Ja. Weil da ist ja hier eigentlich keiner mehr im Zug, aber ich hatte ja nichts mit am Hut. Oder ich nehme Rosenmontag frei und dann mache ich Rosenmontag. Mache ich dann, aber da möchte ich eher WDR schauen. Weil dann immer da die kölschen Töne ertönen. Wollte ich eher machen. 3 Tage später. Ja, ich habe jetzt mal eben einen Hilfsarbeiter eingestellt, das sieht ein bisschen alles anders aus, weil irgendwie der eine Auftrag wurde dann nicht mehr übernommen. Ja, auf jeden Fall, Loch ist ausgegraben und bei The Game Base hat jetzt einen neuen Auftrag und ich mache weiter, wo es ist. Und mein Auftrag heißt erstmal Kanalmodule holen und dann kommt die Erde dran. Ich muss zweimal Zementsäcke, zweimal Wandgrundierung und einmal Verschalungselemente holen. Und ja, dann muss ich was Und du gießen, hast dann den muss Ko ich Fertigwände besorgen, dann wieder was gießen, dann wieder was gießen, dann zweimal Trockenrahmenelemente, zweimal Abwasserrohre, dann gießen und dann zweimal Isomaterial und viermal Bitumen. Das wäre dann mein Auftrag. Ich würde sagen, Komplex RP, so jetzt kannst du
Auf jeden Fall, wir fangen an. So, einmal. Ich mache daraus ein Zeitraffer, wie ich jetzt die Sachen auflade und dann ablade. Brauchst du eventuell den Tieflader oder willst du schon einen Kram? Achso, ja, hab ich rausgeholt. Ich habe auch schon einen dabei. Gut, wir haben ja zwei Stück jetzt. Haben Betonmischer raus? Warte mal, wo kann man eigentlich Beton holen für Betonmischer? Du kannst Beton holen, bei Betonmischer kannst du Ich hole gleich Beton, ne? Alles klar. Und wie funktioniert das mit der Betonpumpe? Schließt man die am Betonmischer an oder wie? Du musst Betonpumpe hinstellen, ausfahren. Ja. Und dann das Rohr, wo der Beton rauskommt, ist dann eine kleine Kappe in da drin. Also ist alles ein bisschen kompliziert, aber. Ah, okay. Aber kriegen wir hin, oder? Ja, ja. Ich bin schon bei Worship Fantasy Info. Ja, besorgen wir mal das, was ich brauche. Warte, einen Moment. Ich bin nämlich gerade am Aufladen. So, nein. So. Ich habe 55 und war schon ein scheiß Fahrzeug. Schreibt mal bitte Lieder in die Kommentare, die ich mir anhören kann, weil ich bin langsam echt überfordert, was Lieder angeht, weil ich höre so viele. Hafenunterricht. Hafenunterricht musst du dir anhören. Boah. Und noch heute alles geschafft. Das kennst du auch. Ja, du kennst. Hast du meine Fernbus-Folge eigentlich mal gesehen? Jetzt nee. Schau die an, da sind gute Lieder drin.
was wirklich, ich muss wirklich nur, ich kann nur zwei mitnehmen. Da ist der Schlager-Hit-Radio wie immer. So, ich kann nur zwei Kanalmodule leider mitnehmen. Tut mir leid, ich wollte alle vier mitnehmen. Geht nicht, ich kann nur wirklich zwei mitnehmen, weil die anderen, die würden mir so auseinanderfliegen. Das ist mir egal eigentlich, wie du mitnimmst. Moin. Moin, Eckart! Moin! Ciao! Benno, ja. Bist du fertig? Nein, nein. Nee, ich muss noch. So, jetzt muss ich hier rum, an wieder einer Kirche vorbei. Ja, die Kirche bleibt im Dorf, ne? Wenn man jetzt noch ganz genau wüsste, wo die scheiß Baustelle ist, ne? Ja, die ist neben Baustelle 1, bloß ich muss mich jetzt verkehren, weil ich mich total verfahren wahrscheinlich. Ja, total verfahren. Wäre genau in andere Richtung gewesen. Oh, she's sleeping by the psycho, a little psycho. Mein Lieblingslied zur Zeit. Boah. Du wirst nicht sehen, wie geil ich gerade und riskant fahre. Das weiß ich nicht, ne? Teilweise Gegenverkehr, also gerade gegen Gegenverkehr und dann schon wieder so knapp an der Laterne vorbei an den Fußgängern und nichts umgefallen. Jetzt habe ich glaube ich in der ganzen Fahrt 3 Stück. So. Scharf abbremsen, rechts rum und nach oben. Da steht der Kran schon bereit. Für mich. Bei mir oder bei dir? Ich hab dir den großen geholt. Du hast den großen geholt? Für dich. Geil. So, jetzt das erste Mal, wo ich mit Kran fahre. Kran ist gar nicht so schwer. W und S haken vorn zurück. D und A zum Kran drehen. Nicht der Top A. Fall hoch und Fall runter zum. So, schnell Einsatzkran. Den muss ich nehmen, meine Damen und Herren. So. Da sind wir schon da. Ist gar nicht so schwer eigentlich, das Ding zu benutzen. Das geilste halt einfach ist, wenn du V drückst, kannst du auf Hakenkamera wechseln. Das ist so geil, Hakenkamera. Drück mal V. Siehst du, und da zeigt er dir den Haken. Also da kannst du dann immer den Blick auf den Haken. Das ist so geil. Dann braucht man ja auch den Haken, ne? Ja. Reinhauen, dann geht's wieder.
Wie läuft es bei dir? Na, geht schon, ne? Ja. Quatsch! Ja? So geht das. Ja. Von was? Ja, vom Zinterschocks. Ne, davon nicht. Dann wird's besser. Erstaunliche Weise. Okay, aber weiter! Alter! Was ist? Ich hab grad außerdem das Modul fallen gelassen, ne? Und das hat genau gepasst, oder wie? Ja. Boah! Maschine. Ja, ich bin eine Maschine. Und? Wie viel hast du jetzt schon aufgeladen? Alles oder noch nicht? Fast alles. Okay, ich komme jetzt schon wieder zu dir rüber. Mit 100 km/h werde ich jetzt bis zu dir rüberfahren. Doch, 90? 98? Schaffst du ungefähr 98, sind ja fast so weit. Ne, aber den kannst du sehr gut gegen den Funkel fahren lassen. Ja, du hast schon, glaube ich, schon alles ausprobiert. So wie teuer deine Fahrzeugschäden sind. Ja, bei mir 5677 Euro pro Tag. Ich hatte, glaube ich, letzten Monat irgendwie Fahrzeugreparaturkosten von 12.000 oder so? So, da ist wieder der Borsche-Fendler. Wenn du vom Borsche-Fendler rausfährst, ne? Und dann fährst du hier am Seitenausgang, ne? Zur Hauptstraße. Ja. Dann musst du dir erst, dann musst du da rechts rumfahren. Dann links, dann wieder rechts und dann fährst du die ganze Zeit geradeaus. Ungefähr. Ich warte auf dich. Ja, ja, ich bin da sofort weg. In hier, dann so, zack, zack, und dann. Einer kommt, einer geht. Was ist der Unterschied zwischen einem Kondom und einem Sarg? Hier stehen auch Kinder zu, das weißt du, ne? In einem kommt einer, im anderen geht einer. Was hast du denn?
Und wenn du Schützenfest und so weiter Film machen musst und so weiter, ne? Ja! Natürlich kann man sich jetzt kaufen. So, du wolltest noch ein Thema ansprechen, wegen Merch. Genau! Die Bewerbungen laufen immer noch, so. Wir haben vor. Merch. Ich habe vor. Du hast vor, für mich? Für uns beide halt Merch herzustellen. Und da müssen wir dann mal schauen. Ob. Das passt. Ob wir das machen können, was ihr dazu sagt. Ich mache auch jetzt hier oben irgendwie so eine Abstimmung Merch, ja, nein. Meine andere Sache, wenn jemand von euch richtig gut zeichnen kann, könnt ihr gerne Sachen von Bausimulator NS oder irgend so in ein Stück zusammenpacken. Das ist mir total egal und das können wir dann sogar draufdrucken lassen. Ja. Wenn es gut ist. Wie gesagt, ihr könnt gerne das in den Kommentaren schreiben oder uns anschreiben. Auf Instagram oder so. Und dann sagen, dass ihr für uns Merch gekriegt habt und dann würden wir uns auch wieder bei euch melden, wie wir es finden. Ich krieg den T-Shirt damit kostenlos. Ja, oder Pullover, könnt ihr das alles machen, ne? Also ich bin erstmal nur für T-Shirts oder so. Weil jetzt Sommer kommt wahrscheinlich, ne? Ja, also ich hatte halt, also wir hatten halt sowieso vor für Schützenfest irgendwie, dass wir beide uns so T-Shirts machen, so von wegen Filmteam. Ja. Robin, jetzt wurde es nicht spannend. Ich hab den auch jetzt nicht. Alter! Ja, nee, ich hab hier aber gerade so Kanal im Bild, die sind fest. Fangen wir uns dann zur Konstanz 30. War 35. Schreibe dich alles, wie versuchst du jetzt schon was, dann kann ich mir die ganze Folge auf 18 machen. Ja, hast du meinen Kran rausgeholt? Ja. Echt? Ja klar. Super. So. Jetzt kann ich auch ein bisschen gesetzter wieder fahren. So. Gleich darf ich, gleich nehme ich glaube ich nicht den kleinen Mullenkörper raus, nämlich den großen. Haben wir ja nicht. Ja, aber wir haben. Du meinst den Sattel? Den Sattel gemacht. Ja. Da hinten sehen wir schon wieder den Kran. So. Und diese Folge ist jetzt schon wieder so lang. Also theoretisch müssen wir Schluss machen, ne? Doch.
Wir müssen sehr gut Schluss machen. Aber ich würde nur sagen, dass ich hier eben die, keine Ahnung, Module einsetze. Jo. Und dann machen wir Schluss für heute. Gut. Noch 111 Abonnenten. Ja. So, das letzte Schützenfest-Video. Ich möchte gerne mehr haben, ne? Also, da, wenn ich schon dasselbe so Playdot bekomme, wäre schon geil. Bin ich zufrieden übernehmen. Dann kann ich auch in Ruhe sterben. Ja, also, ich so was ihr seid, aber das ist so mein Ziel, den ich gerne haben möchte. Weil ich finde so, nach dem Playbutton, wenn du den Playbutton hast, kannst du immer so einen hast du immer eine neue Motivation für was du die ganze Arbeit machst. Deswegen will ich den eigentlich unbedingt haben. Aber wie gesagt, das geht. Leider, ich komme immer, wenn ihr von euch nämlich abonniert, komme ich immer ein Ziel weiter. Und wie gesagt, Abo ist kostenlos. Und klickt auf die Glocke drauf, dann bekommt ihr immer neue Benachrichtigungen. Und verpasst auch kein neues Video. Stimmt, da habe ich recht. Jo. Monatliche Abrechnung 42.000. Ja. Wo bin ich denn gerade? Ich habe eben einen Kommentar geschrieben unter deinem Video. Bitte sofort den Merch aufbringen und so. Der Einsatz kann an 21 Meter. 3000 Kosten. Ich seh dich! Hallo! Weißt du, was ich machen kann, lustiges? Ach, das ist der Kahn! Weg mal zu mir hin, eventuell sehen wir. Eventuell können wir. Ja, ich wollte eben was versuchen. Ob ich über die Straße drüber was aus deinem Ding rausklauen kann, da. Nee, das wahrscheinlich nicht, aber ich weiß nicht, ob unsere Auflieger so nah sind, ob wir es bald berühren könnten. Ich glaub nicht. Ja. Warte. Achtung, langsamer. Warte. Und. Stopp! Nee, warte. Stopp! So gerade eben fast gelöst. Fast! Ey, da sind 10 Meter vielleicht. Ach klar. Warte, komm ich weiter vor mit dem Wagen. Stück, oder? Noch ein Stück! Ne, nicht so. So. Ich bin jetzt ein Ziffler, ich hole jetzt nämlich erstmal die Erde. Willst du mit mir mitkommen, Beton holen? Nee. So. Ich meine Beton holen. Nicht jetzt Betonmischer, Beton holen. Ja, Betonmischer, Beton holen. Ja, willst du mitkommen? Nee. Schade. Kannst auch Erde holen, ist mir egal.
Warte, fahr schon mal los, ich komme gleich nach. Nee, warte, ich auf dem Hof auf dich. Ja, ich lade noch eben eine Packung Zementsäcke ab. Genau, du fährst im Betonmischer. Gut, dann fahren wir hinterher. Was war das gerade an der Richtung fest? Nein, ich weiß nicht her. Ich bin schnell mit dem Ding, ja. Der Betonmischer fährt nur 50. Wird keiner nur 50? Ja! Okay. War jetzt noch ein bisschen langsamer, ne? Oh, der kann. Hey! Der kann doch schon richtig. Über die Brücke und dann rechts. Direkt rechts, oder? Ja. Auf dem Weg, Auto. Hast du mit denen auf mich? Ja. Schieb mich ab. Alles klar. Du sollst mich anschieben, du. Komm, komm. Putz. Na, wo ist denn der Betonmischer? Hier ist der Betonmischer. Wie kann man die Trommel drehen? Voilà. Achtung. Kann irgendwer in die Kurve? Muss doch nicht warten, danach rammst du mich wieder. Fast! Fast geschafft! Ah ja, jetzt ist ja also zurückwärts fährst, ne? Von mir. Muss ich wieder warten, weil du wieder aus dem Radar raus bist? Kommst du jetzt? Chill. Ich sehe ihn nämlich nicht mehr. Kann man denn die Dings gehen? Oh, der Gute, der Gute. Oh. Rechts! Rechts, hab ich gesagt! Ich war übers Feld und. Nächste Möglichkeit links, bitte. Ich freue mich immer wieder bei dir. Ja. Deine Augen brennen. So. Und dann bist du ja schon am Kieswerk. Das ist ja auch zum Sägewerk. Nee, ne? Nur zum Garten. Ja, stimmt. Nee, ich hasse den Garten. Hab ich gefunden! Ich hab die rausgeholt aus der Patsche. Ich sag ja, ich hab meine Lachen gemacht. Wo ist mein Kopf? Da wo die Pferde auch steht, diesen und den Tank musst du drehen lassen, ne? Wie kann man die Trommel drehen lassen? Schon. Dreht sich automatisch, glaube ich. Nee. Doch. Jetzt. Hi. Hi. Ich mach gar nicht, die Trommel drehst du einfach. Wie willst du da morgen wieder?
ihn. Mach voll. Mit den kleinen Mondkipper zu Kieswerk zu fahren, nochmal voll an. Kann ich sehen. Die kleinen. Kann ich nicht leider. Dann einmal in den Flap-Top-Kron. So, dann fahren wir einmal zurück zur Baustelle 1. Bin so gerne Bauarbeiter. Zur Baustelle 1. Alter! Ich sehe den Kran von hier aus! Da hinten! Weg mal! Dreh ich mal! Ja! Ja, hier! Oh. Leute, da ist der Kran! Und da ist hier ist der Schnelleinsatzkran. Und der große ist meiner. Ja. Das sieht von dir aus geil. La 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 la. Ist das wirklich meiner? Ja, das ist deiner. Kannst du nach? Kannst du eine Aufnahme nachher sehen? Weil der stand nachher steht nämlich anders, ne? Eigentlich eher Pause machen. Also Schluss für heute eigentlich. Also wir haben es vergessen, Schluss zu machen. Aber egal, ich will lange vor. Ja, es ist so schon lange vor. 39, ja. So, ich würde sagen, das war's für heute. Ja! Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch um 15 Uhr wieder, wenn es heißt. Bausimulator 2015. Dann die 19. Folge und 20. Folge müssen wir erstmal ausdenken, ne? So, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge und bis dahin. Ciao. Ciao.